Schoko-Bananen-Cremeschnitte. In zuckerfrei und gesund. Oh. Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du diese Schoko-Bananen-Cremeschnitte machen kannst. Ich freue mich so extrem, dieses Video zu drehen. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, ich habe extrem Hunger. Der zweite Grund ist, das ist eins der geilsten Rezepte, die ich jemals kreiert habe. Es ist mittlerweile schon die zweite Bananencremeschnitte, die ich gebacken habe. Dafür gibt es eine ganz coole Rezepterweiterung. Es ist nämlich sogar die Schokoglasur zuckerfrei und selbstgemacht. Oh, ich freue mich so, ich weiß, wie lecker das ist. So gut, reicht es an. Schokostückchen. Um euch jetzt noch mehr anzufixen, verrate ich euch vorab schon mal die Nährwerte. Die sind nämlich mega genial. Und zwar hat ein Stück von dieser Bananencremeschnitte 132 Kalorien. Wenn wir das jetzt mal kurz vergleichen mit einer herkömmlichen Bananencremeschnitte. Kalorien sind dann ungefähr das Doppelte. Und wir hätten ganz viel Kohlenhydrate und Fett. Jetzt kommen wir aber zum Rezept. Wir haben ein paar Durchgänge bei der Bananencremeschnitte. Als erstes fangen wir mal an, den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorzuheizen. Ich habe jetzt hier so eine kleine Kuchenform benutzt und die mit Backpapier ausgelegt. Ich gucke mal, ob ich eine finde, dann verlinke ich sie euch. Ich verlinke euch auch alle Zutaten und alles, was ich finde, unter diesem Video. Also checkt die Infobox. Als erstes beginnen wir mit dem Boden. Dafür brauchen wir eine Schüssel, einen Handmixer, brauchen 2 bis 3 Eiklar, 50 Gramm Haferflocken, 25 Gramm Proteinpulver. Ich habe das Geschmacksrichtung Schokobanane genommen. Die sind total praktisch, auch für solche spezielleren Rezepte. Dann braucht man nicht so einen Kilobeutel und kann sich einfach so eine kleine Dose mit 150 Gramm bestellen. Dann halt 12 Gramm Flasties reingemacht, in dieser Geschmacksrichtung, in Chunky Chocolate. Da sind so kleine Schokostückchen drin. Das ist kalorienfreies Süßungspulver mit Schokogeschmack. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr zum Beispiel auch Kakaopulver benutzen. Aber das ist halt cool, weil es keine Kalorien hat und weil es zusätzlich auch noch süß. 25 Gramm Apfelmark. Der Unterschied zwischen Apfelmark und Apfelmus ist, dass kein zusätzlicher Zucker drin ist. 40 Gramm Zucker Light. Das ist kalorienfreier Zucker. Kurz noch, falls ihr irgendwelche Zutaten nicht habt, wie gesagt, ich verlinke euch alle. Und was ich euch auch noch verlinke, es gibt ein extra Video, wo ich erkläre, wie ihr welche Zutaten austauschen könnt. Das heißt, falls ihr irgendwas nicht habt, findet ihr es entweder in der Infobox oder in dem Video, wie ihr es austauschen könnt. Okay, 1 Teelöffel Backpulver, ein paar Tropfen Rumaroma. Ich habe jetzt ungefähr so 3 bis 4 reingemacht. Macht es einfach, wie ihr wollt. Ich finde es ganz lecker. Und was ihr auch noch reinmachen könnt, falls ihr mögt, sind Kakaonips in den Teig. Das ist auch sehr geil, wenn dann später so ein paar kleine Schokostückchen nochmal zusätzlich drin sind. Ja, entweder ihr mischt jetzt alles direkt in der Schüssel zusammen, so habe ich gemacht. Ihr könnt aber auch die Eiklar steif schlagen und dann unter die andere Masse unterheben. Dadurch wird es dann einfach noch ein bisschen größer und voluminöser. Da würde ich allerdings nur 2 Eiklar benutzen und nicht 3. Haben wir das erledigt, wandert der Boden für 20 Minuten in den Backofen. Wenn er fertig ist, rausnehmen und dann ganz wichtig, einmal kurz mit dem Backpapier einwickeln und umdrehen. Dadurch bleibt er nämlich saftiger. In der Position könnt ihr ihn dann auskühlen lassen, was auch sehr wichtig ist, dass er ausgekühlt ist. Ich erkläre euch gleich warum. Als nächstes bereiten wir dann die Bananencreme vor. Dafür brauchen wir 300 Gramm Magerquark, 1 bis 2 sehr reife Bananen, ungefähr 35 Gramm Zucker Light. Ihr könnt natürlich auch alles andere zum Süßen benutzen. Und was ich noch zusätzlich reingemacht habe, sind 2 Gramm Banana Joe Flasties. Dadurch kommt dann nochmal so ein bisschen zusätzlicher Bananengeschmack. Macht es einfach je nachdem, wie intensiv ihr diesen Bananengeschmack mögt, auch mit den Bananen an sich. Bei dem ist es ganz cool, dass es nicht diesen chemischen Bananengeschmack hat. Den kann ich nämlich gar nicht ab, sondern es schmeckt halt wirklich leicht nach Banane. Das alles mit dem Handmixer in einer Schüssel vermixen. Dadurch wird die Banane auch klein. Und dann die Creme am besten mal so mindestens für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen.
In der Zwischenzeit ist dann auch schon der Boden abgekühlt. Und falls ihr ein kleines Special dazwischen machen möchtet, ich habe es bei meinem ersten Backvorgang gemacht, dass ich so ein paar Vollkorn-Butterkekse in zuckerfrei, nee, nicht zuckerfrei, aber ich habe so Vollkornkekse genommen und habe die mit dem Hammer zerklopft und habe auf dem Boden noch so eine Cookie-Schicht drauf gemacht. Das ist lecker. Falls ihr die Kalorien investieren wollt, probiert das mal aus. Ansonsten kommt dann auf den abgekühlten Boden die Bananencreme. Wichtig ist, dass wirklich beides richtig kalt ist, weil sonst zerfließt die Creme. Das könnt ihr dann wieder im Kühlschrank bunkern. Und jetzt kommen wir zu der Kuchenglasur. Bei meinem ersten Vorgang hatte ich zuckerfreie Kuchenschokoladenglasur. Das war ganz cool. Jetzt beim zweiten Durchgang hatte ich die nicht mehr und habe mir heute diese fertige Kuchenglasur gekauft. Am Anfang dachte ich mir so, ja okay, da ist halt Schokolade drin, hast du ja früher auch gegessen, kannst du heute auch mal machen. Dann habe ich mal hinten drauf geguckt und es hat sich mir ehrlich gesagt so halb der Magen umgedreht. Allein der Titel, kakaohaltige Pflanzenfettglasur. Pflanzenfettglasur. Und dann kakaohaltig, also da ist nicht mal Schokolade drin. Zutatenliste, bei Zutatenlisten ist es ja immer so, das was als erstes steht, ist am meisten drin. Zucker. Pflanzliche, also am meisten ist Zucker drin, dann pflanzliche Fette, Palmfette und Shea-Fette. Und dann kommt 19% Kakao, fettarmes Kakaopulver. Das heißt, in diesem 100 Gramm Ding sind 19 Gramm Kakaopulver. Der Rest ist Fett und Zucker. Da dachte ich mir, nee, das will ich nicht. Ja, und dann habe ich mich drauf gemacht. Und dachte mir so, okay, das was da drauf steht, muss doch eigentlich auch mit gesunden Zutaten funktionieren. Oder beziehungsweise nicht mit Zucker und Fett. Und dann habe ich angefangen, meine eigene Kuchenglasur zu entwerfen. Die ist jetzt nicht mega knackig, das muss ich dazu sagen. Ihr könnt vielleicht auch so richtige Schokolade reinmachen, dann wird es vielleicht ein bisschen besser. Ich erkläre euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Ist auf jeden Fall eine sehr kalorienarme Variante und schmeckt richtig, richtig gut. Und zwar habe ich so einen kleinen Topf genommen und habe da 20 Gramm stark entöltes Kakaopulver reingemacht. Dann habe ich nochmal einen Scoop von den Chunky Chocolate Flakes dazu gemacht. 25 Gramm Zucker Light. Einen Esslöffel gemahlene Haselnüsse, boah, schmeckt so geil, ich sag's euch. Und einen Teelöffel Nussmus. Also ihr könnt zum Beispiel Erdnussbutter nehmen oder Mandelmus, je nachdem, was ihr halt habt. Und dann gebt ihr so ein bisschen Wasser dazu. Ihr seht meine Konsistenz, seid mit dem Wasser vorsichtig. Ich würde mal schätzen, dass es bei mir ungefähr 50 Milliliter waren. Gebt aber immer so ein bisschen schlückchenweise was dazu, so lange, bis die Konsistenz cool ist. Weil wenn ihr zu viel Wasser dazu gebt, dann ist es halt auch fast nicht mehr zu retten. Außer ihr macht dann noch mehr Kakaopulver rein. Am besten mit dem Schneebesen durchschlagen, damit es auch schön glatt wird. Und dann kann die Kuchenglasur auch schon auf die Schnitte. Ja, und so sieht das schöne Schnittchen aus. Oh, das ist so gut. Wenn die Kuchenglasur dann drauf ist, einfach nochmal in den Kühlschrank stellen, damit das auch alles ein bisschen fest wird. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon genießen. Das ist so lecker. Ich schreibe euch mal noch vergleichsweise die Nährwerte von der Kuchenglasur und der selbstgemachten Kuchenglasur hin. Und falls ihr die Cremeschnitte nachbackt, markiert mich gerne auf euren Fotos auf Instagram. Ich reposte die immer gerne in meiner Story. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, Abo dalassen natürlich nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald!